Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Chaos auf Deponia Reloaded. Ja, Reloaded, weil ich ich hab's ja schon mal erklärt. Ich weiß jetzt aber wieder, wie wir die Fibel bekommen. Hier, der Typ hier, ne? Der meinte ja, Anglerglück. Verschwinde, du verscheuchst die Fische. Aber, Kusch. Okay. Da hatte ich gerade mal ganz kurz einen kleinen Aussetzer gehabt von meinem Mikro, glaube ich, oder sowas. Der wollte, hat ja irgendwie erzählt, dass er jede Menge Einladung hat und so weiter. So, testen wir das doch mal. Was soll das denn sein? Ein Glückskeks. Wo du doch die ganze Zeit mit deinem ach so tollen Anglerglück prahlst, vielleicht könntest du zur Abwechslung mal den Beweis antreten. Wenn's weiter nichts ist. Da hast du es. Ich habe gewonnen. Hurra. Was? Zeig her. Nichts da. Es ist mein Gewinn. Und ich wollte schon immer, Mitglied im Schnabeltierclub sein. Aber es war mein Keks. Ist ja schon gut. Hier hast du deinen bescheuerten Ausweis. Ich bin eh bereits Mitglied in diesem dämlichen Club. Bin mal versehentlich auf ein Rubbel losgefallen. Und lass mich ab jetzt mit so einem Unsinn in Ruhe. Ja, okay, jetzt haben wir hier einen Ausweis und dann nehmen wir dann mal die Abkürzung nach Bellevue und gehen dann hier hin und wir sind Mitglied im Schnabeltier-Club. Oh. Ich bin jetzt Mitglied im Schnabeltier-Club. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt offiziell ein Teil der Schnabeltier-Gemeinde. Muss ich mir die Haare rasieren oder Kutten tragen? Nein, aber du bekommst eine Gratis-Kopie der Schnabeltier-Fibel. Und das ist nicht verhandelbar? Bewahre sie gut auf, sie könnte dir eines Tages dein Leben retten. Okay, dann schauen wir da jetzt mal nach. Schnabeltierfibel. Die große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Dann wollen wir doch mal schauen, ob was Nützliches drinsteht. Das hier ist interessant. Offenbar gibt es in jeder Generation ein Schnabeltier pro Gattung, das die Nester vor Räubern bewacht. Die Eier dieser Nestwächter werden vom Muttertier gut versteckt. Es gibt 4 Schnabeltiergattungen, also insgesamt 4 Nestwächtereier. Natürlich. Ich muss nur die 4 Nestwächtereier finden und ausbrüten. Dann landen die entsprechenden Schnabeltiere auch nicht mehr auf der Speisekarte. Und ich kann Goal endlich zum Essen einladen. Der Plan ist so bescheuert, der muss einfach funktionieren. Blöderweise ist er wirklich total bescheuert. Okay, Erdschnabeltierei. Hier steht, dass Erdschnabeltiere ihre Eier im Erdreich verstecken. Wie gut, dass ich mich nicht auf einer Insel aus Treibgut befinde. Okay, Erdschnabeltierrot. Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. So ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Okay, Flugschnabeltierei. Hier steht, dass Flugschnabeltiere ihre Eier an hochgelegenen Punkten verstecken. Das scheinen ja richtige Akrobaten zu sein, wie ich. Und die Vogelschnabeltierrot? Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich, aber auch irgendwie lässig. Und das Feuerschnabeltierei? Hier steht, dass Feuerschnabeltiere ihre Eier in heißen Geysiren verstecken. Geysire? Sowas gibt's hier doch gar nicht. Und die Brut? Feuerschnabeltiere schlüpfen in loderndem Feuer. Das nennt man dann wohl ein angeborenes Gespür für dramatische Auftritte. Okay, fehlt nur noch das Wasserschnabeltierei. Hier steht, dass Wasserschnabeltiere ihre Eier in Ufernähe verstecken. Na prima, dürfte schwer sein, auf diesem Stück Treibgut einen Ort zu finden, auf den das nicht zutrifft. Und wie schlüpfen die? Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem... Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Okay. Also. Hier haben wir doch schon ein Ei. Go, go! Rufus Gummiarm! Tja, also sonst klappt das immer. Natürlich. Hier oben sind wir noch nicht lang gegangen. Wo kommen wir denn da raus? Oh. Kann jetzt Kurbelhalterung? Ich hatte es. Wir haben eine Kurbel.
Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass er einfach hier an das Sales so dreht, aber so kann man es auch machen. Eine Kurbel. Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlte eine Kurbel. Rufus, du bist ein Genie. Wow. Hätte damit nur rechnen können. Laut Fiebel ist das hier ein Flugschnabeltierei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Sehr schön. Dann suchen wir jetzt einmal die ganzen Eier auf der Insel. So. Wo haben wir noch ein Ei? Hier ist, glaube ich, keins. Doch, hier. Hier haben wir noch ein Ei. Das ist das Erdschnabeltier, glaube ich. Aha. Tja, also. Was? Hey, stehen geblieben. Ohne Hilfsmittel komme ich hier anscheinend nicht weiter. Vielleicht okay. Können mir diese beiden Steine und die Erdmännchenfalle dort weiterhelfen. Hm. Warte mal, ich glaube, da ist ein... Das sieht mir nach einem Muster aus. Ja, ich habe es schon rausgefunden. Das ist einfach wie beim Schach. Dupp. Dupp. Und dupp und so. Ha, hab ich dich. Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. Also das war jetzt schon einfach. Aber nimm doch den Spaten mit. Guck mal hier den Kühl von Erde. Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. Okay, jetzt haben wir aber schon mal zwei Eier. Werden die auch abgehakt? Jawohl. Hä? Wo hab ich denn das Feuerschnabeltier-Ei? Okay. Wir haben auch schon anscheinend ein Feuerschnabeltier-Ei. Okay, gut zu wissen. Hier ist... So sieht aus wie kein Ei. Aber da ist eins. Dann schauen wir doch mal, dass wir das kriegen. Oh, oh, das sieht man auch schon wieder nach einem verdammten Rätsel Laut aus. Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Ja, dann. Verdammt. Okay. Kannst du nicht irgendwie... Nee. Kannst du das irgendwie mit dem Spaten runterholen? Laut Fiebel brüten. Ich würde zwar wetten, dass ich das auch irgendwie einfacher hinbekomme, aber ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Da steht, es gibt nur eines. Okay. Nur dann Feuer. Wir müssen also Feuer machen. Dann gehen wir jetzt. Da waren wir noch nicht. Okay, gehen wir mal da lang. Hier ist aber auch kein. Ei. Also uninteressant. Gehen wir erstmal weiter. Was ist das für ein Schiff? Lol, hier ist so eine Turnierhand. Go, go! Rufus, komm hier! Ja, ist ja gut. Tja, also sonst klappt das immer. Hier können wir eine Antenne mitnehmen. Sonst noch irgendwas? Nicht so wirklich. Upsi, warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Das würde mich auch mal interessieren. Können wir da rein? Hm. Hey du, was schleichst du hier rum? Meinst du etwa mich? Natürlich meine ich dich. Oder hast du noch einen unsichtbaren Kumpel dabei? Ha, wenn ich einen Kumpel dabei hätte, wäre der bestimmt nicht halb so unsichtbar wie ich. Denn ich bewege mich unauffällig wie ein Ninja. Hi-ja! Von wegen, bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Ha, was ein echter Ninja ist, der braucht doch keine Gadgets. Ich kann mich jederzeit mittels meiner geheimen Stealth-Kräfte in Luft auflösen. Oh Gott. Dann tu das bitte. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Verstanden?
Was mich aber noch interessiert, da ist doch irgendwas. Ne, da war doch nichts, okay. Dann gehen wir in den Hafen. Halt die Schnauze! Hier ist ein Ei. Okay. Laut Bibel ist das hier ein Wasserschnabeltier. Ja. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Okay, dann haben wir jetzt schon mal anscheinend alle Eier. Obwohl ich immer noch nicht weiß, wieso wir das Feuerschnabeltier-Ei schon haben. Gut, wir brauchen das. Müssen das brüten im Frost. Das müssen wir vom höchsten Punkt wegwerfen. Das ist mal eines Zebrafisches, immer noch keine Ahnung wieso. Ja super, jetzt kommt hier genau die Müllabfuhr vorbei. Ich hoffe, dass das jetzt nicht in der Aufnahme zu hören ist. Und ein Feuerschnabeltier ein müssen wir im Feuer auf. Okay. Nein. Können wir mal bei den Docks irgendwas machen? Hakenglas, einmal mit Ködern, können wir das mitnehmen? Was war es noch gleich, was ich nicht mehr mit Gläsern voller Haken tun wollte? Ach ja, reingreifen. Aua. Und ein Eimer mit Ködern? Die will ich nicht. Es sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus phosphoreszierenden Sardellen. Was habe ich eigentlich damit gemacht? Ich erinnere mich, ihn an Bord mitgenommen zu haben. An Bord? Können wir nochmal drauf? Weil wenn ja, den könnten wir vielleicht mal gebrauchen. Ich sehe nichts. Hier war Doc drin. Ach, eine Schande. Die Boso-Familie. Mülleimer? Ich würde ja gerne behaupten, dass ich nicht im Müll wühle. Aber wem will ich etwas vormachen? Das hier ist immerhin Deponia. Jetzt reicht schon rein. Glitschig. Ist das eklig? Nein, es reicht. Ich gehöre hier einfach nicht her. Moment, was ist das? Hm? Hey, das ist ja mein alter Sardellenköder. Der ist doch noch gut. Ah, sehr schön. Vielleicht können wir ja den an den Angler verhandeln. Hey du, willst du den Köder? Schau mal her. Verschwinde. Und wenn ich hier auch angeln will? Erzähl kein Seemannsgarn. Du bist kein Angler. So wie du rumläufst. Außerdem fehlt dir offensichtlich das obligatorische Anglerglück. Und wenn ich dir beweise, dass ich doch ein Angler bin? Ha, das will ich sehen. Wirst du auch. Schön. Und jetzt? Kusch. Okay, der will also sehen, dass wir Angler sind. Können wir den irgendwo täuschen mit? Ja, ja, halt die Schnauze. Da war doch ein großer Schwertfisch drin oder so. Kann man den mitnehmen? Rasieren wir jetzt der Fisch, hm? Hey, halt still! Verdammt! Er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Was könnten wir machen? Hast du noch irgendwas zu sagen? Darf ich nochmal stören? Ist es nicht stimmt. Ja, das hab ich gerade ein bisschen übersprungen. Nee, der will ich geh da mal wieder. Mach das. Okay. Also den Fisch brauchen wir auf jeden Fall. Können wir den Generator einfach ausschalten? Wenn ja, dann hätte ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mist. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Mit dem Spaten rein? Hallo, Spaten. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Oh,
was könnten wir denn dann machen? Zucker? Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ah ja. Es war schlecht. Dachte ich mir's doch. Okay. Was mir auch eben aufgefallen ist, ich hatte eben nur meinen Kanal ein bisschen aufgeräumt. So ein paar Playlists reingehauen, also Videos mit Playlists reingehauen und hab gesehen, dass ich eine Twitter-Einstellung verkackt habe. Oha, ganz schön duster hier, aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwest-Quadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Was? Können wir die jetzt mitnehmen? Alter, wie lange war der nicht mehr dran? Au! Oh! Aua! Nichts passiert. Okay, dann gehen wir halt wieder rauf. Oh, ist jetzt endlich erwartet, dass er so noch hochstolpert. Ach, das ist der Generator wieder. Dann gehen wir. Hey, du da, ich hab hier einen Rasiermesserfisch. Willst du mal sehen? Hab ich's geangelt. Schau mal her. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Was zum... Hast du den etwa gefangen? Sieht so aus, was? Beim Klabautermann. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Wie ist das nur möglich bei deinem Mangel an Anglerglück? Was ist dein Anglergeheimnis? Ich benutze eine pedalbetriebene Tandemangel. Ich benutze eine pedalbetriebene Tandemangel. Unsinn. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich benutze reißfeste Angelschnur aus Raupenseide. Auch Seemannsgarn genannt. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich locke die Fische mit meinen... unerhörten Charisma an. Ich locke die Fische mit meinem unerhörten Charisma an. Das ist genauso gelogen wie widerlich. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Das nennt man Anglerglück. Das nennt man Anglerglück. Niemals. Ich erkenne einen Pechvogel, wenn ich ihn sehe. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Es liegt an meiner unglaublichen Lässigkeit. Die ist zwar wichtig, aber bei dir nicht vorhanden. Ein richtiger Angler ist so laid back, dass er ohne Klappstuhl nicht aus dem Haus gehen kann. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ja, okay, was ich eigentlich sagen wollte, ich benutze einen Spezialköder. Ha! Jetzt behauptet er auch noch, er habe einen... Moment. Köder sind wichtig. Und irgendwomit musst du den Rasiermesserfisch ja gefangen haben. Hast du am Ende tatsächlich einen Spezialköder? Willst du mich etwa einen Lügner nennen? Nicht, wenn du mir deinen Köder zeigst. Was bekomme ich denn dafür? Naja, ich kann dir einen Tigerfisch anbieten. Einen schnöden Tigerfisch gegen meinen super Spezialköder? Hast du sie noch alle? Dann eben nicht. Eben wohl nämlich nicht. Jawohl. Ist mir doch egal. Wenn du irgendwann einen Tigerfisch willst, bring mir deinen Spezialköder. Ansonsten, kusch! Okay, wir bräuchten eigentlich einen Zebrafisch, aber... vielleicht kann man da auch irgendwie was machen. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Ja, dann nimm dir. Hey, bleib stehen! So ein Käse! Ist das dein Ernst?
Du kannst nicht mal einen Fisch fangen, der bereits an Land liegt? Ich wollte ihn gar nicht nehmen. Er litt an Epilepsie. Was auch immer. Behalte deinen Köder, bis du wirklich einen Fisch willst. Ansonsten verzieh dich. Daran erinnere ich mich noch. Das waren einfach jetzt nur Pimmeln in die... Pimmeln. Pillen in den Köder werfen. Seine Ruhe. Die kann er haben. Ja, dann gib mir jetzt aber mal hier bitte... Hier hast du einen Köder. Also was soll das denn sein? Das ist schon mein Spezial. Ja. Na, vielleicht du kannst... Blablabla. So, jetzt aber. Ja, schläfst du ein? Ha, hab ich ihn. Bravo, Herr Kollege. Und jetzt gib mir den Köder. Ich weiß nicht. Es ist ein ganz schön mickriger Fisch. Und ein ganz schön großer Köder. Aber na gut, wollen wir mal nicht so sein. Gut, jetzt haben wir den Fisch bekommen. Jetzt haben wir einen Tigerfisch. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.